Entschlossen haben sie sich gegen allzu offenes Trinken ausgesprochen. Und das ist der Mann, der die 25.000 Einwohnerstadt auf den Pfad der Tugend zurückführen will. Das ist ein Problem, glaube ich, überhaupt der heutigen Jugend. Die Problematik einerseits zu Hause oft Schlüsselkinder, dann teilweise zu Hause auch der Alkoholkonsum und vermutlich auch, dass die keine Ideale praktisch. Als echte Störenfriede gelten nur 10 bis 20 Jugendliche. Die Gemeinde sieht trotzdem Erziehungsbedarf. Das sind einige Redelsführer, die einfach mit der Absicht am Abend in diese Parks und in diese Spielplätze gehen. Heute saufen wir uns an, heute machen wir Action. Und wenn dann einer erwischt wird, der so wirklich extrem in dieser Situation ist, könnte man vorstellen, dass man mit dem dann spricht und sagt, okay, schau, tun wir einen Tag lang in Spurplatz reinigen und so weiter und dann ist die Geschichte wieder ausgeräumt. Mit Sozialarbeit und Geldstrafen bis zu 200 Euro wollen Gendarmerie und Politik vor allem den Vandalismus bekämpfen. Wir finden nur wenige Spuren. Diesen Tisch wurde die halbe Platte abgeschlagen und diese Sporthalle wurde verziert. Die meisten Jugendlichen treffen sich hier ganz friedlich, wie hier in einem der drei Jugendzentren. Sie sehen nicht ein, warum sie für die Vergehen einiger mitbestraft werden sollen. Das ist auch nicht in irgendeinem Land, was verboten ist, sondern da ist es ab 16 erlaubt. Und wenn man 16 ist und nichts hinmacht, dann kann man ruhig irgendwo was bringen, oder? Sag, wenn es unter 16 ist, dann ist es ja kein Problem, aber dass die Erwachsenen auch nichts drüber dürfen, das ist komisch. Der Witz ist ein Schausburg. Gerade am Wochenende gehört das Abhängen mit der Klick dazu. Für viele auch der Alkohol. Ein Verbot ändert nichts. Bei mir findet es ja einen Raum, eine Sitze, und da können es auch nichts mehr sagen. Da können wir kiefen da drinnen, was wir wollen und saufen, aber... Ja, ich meine, du willst auch nicht was tun. Ich meine, 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 ich Aus Angst vor Strafe wird drinnen getrunken. Wie viel genau, werden wir später noch mit einem Alkoholmessgerät testen. In der Nachbarstadt hat man seit 3 Jahren Erfahrung mit einer ähnlichen Verordnung. Dieser ehemalige Problemplatz wirkt heute wie ausgestorben. Durch Strafmandate und Sozialarbeit für Trinker sollen brave Anrainer vor Belästigungen geschützt werden. Er ist wieder zum Kommunikationsplatz für Kinder geworden. Wir haben Alkohol, Jugendliche und letztendlich also auch Leute, die aus der Gesellschaft sich hinaus entwickelt haben, hier aus diesem Hauptplatz so gut wie entfernt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Alkoholkonsum unter Jugendlichen oder unter Erwachsenen dadurch zurückgehen wird. Die Jugendlichen werden sich nur überlegen, wo sie den Alkohol konsumieren. Und das ist auf keinen Fall eine Verbesserung zum Zustand, den man jetzt gewohnt ist. Gerade Jugendliche könnten den Reiz des Verbotenen erst recht erliegen. Erziehung durch ein Verbot heißt eigentlich, dass die Politik nicht mehr weiter weiß, ratlos ist und einer die Antworten fand. In Leonding misstrauen inzwischen viele Jugendliche ihren Politikern. Jugendzentren und Streetworkern macht das die Arbeit schwieriger. Beliebte Treffpunkte bleiben plötzlich leer. Manche fürchten schon aufgrund bloßer Anwesenheit, verdächtigt zu werden. Es wird zu wenig geredet miteinander. Es wird gleich die Polizei angerufen. Man versucht immer, dass man direkt gegenübertritt und sagt Hallo, hey, und weiß nicht, man kann sich viele Sachen ausreden. Ja. Ich glaube an das und ich erlebe es ja immer wieder. Getrunken wird in Leonding nach wie vor und das nicht wenig. Freitagabend knapp nach 21 Uhr. In einem Partyraum bitten wir wahllos, Jugendliche ins Röhrchen zu blasen. Nur eine Probe war unter einem Promille. Solange es nicht das Ortsbild verschandelt, scheint es die Politik wenig zu kratzen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Die Ursachen für Jugendalkoholismus werden so jedenfalls nicht bekämpft.